Servus Leute und willkommen zu einer neuen Folge War Thunder. Schon wieder mit Wrammler diesmal. Hallöchen. Und der Gute hat noch eine Auswahl getroffen. Und zwar fahren wir den Püff Küff 4. Den neuen schwedischen. Ist mittlerweile immer noch, oder? Tank Destroyer, ne? Ja. Beziehungsweise, nee, ist Medium Tank. Ja, war das nicht ein TD? Egal. Ich blick da nicht mehr durch. Meine ich auch, dass das ein TD war am Anfang. Ja, was haben wir hier? Das Chassis kennt man schon von anderen Fahrzeugen. Der Turm sieht etwas anders aus und die Kanone. Die Kanone sieht so überdimensioniert aus, dabei ist das nur eine 57er. Ja, wo ich das Ding so erstmal gesehen habe, hätte ich echt gedacht, dass es irgendwie so eine 90er wäre fast. 90er oder vielleicht sogar was Größeres. Also, könnte fast. So ein Ami-Ding. Aber quasi. Wenn du von vorne reinguckst, siehst du, das Kanonenrohr ist eigentlich voll klein. Ja. Die Ummantelung vom Rohr extern ist nochmal riesig. Ja. Hier, Binokel. So, und ich habe dieses Ding noch nicht ausgebaut. Also, das wird super. Wenn es schief läuft, wie immer, er ist schuld, ne? Und er ist auch nur hier, weil ihr abgestimmt habt. Sag mal danke, ne? Danke sehr. Ich habe mich total gefreut, wo ich die ganzen Kommentare gelesen habe. Aber du hast sie nicht alle beantwortet. Du Schelm. Ich weiß halt nicht immer, was ich schreiben soll. Ich kann schlecht unter jeden Danke schreiben. Natürlich kannst du das. Aber warte mal, das heißt, der hier bekommt Arti. Als CD hätte er es nicht bekommen. Ja, ich glaube, ohne, oder? Ne, ich sehe da was. Was ist das? Wie ein Panzer 4. Ne, ist ein T-34. Das ist unschön, ich sehe ihn nicht. Und da steht er mit Motor, also wir sehen, man sieht nur den Motor quasi. Kann auch mal reinschießen sonst. Ich sehe ihn nicht. Steht genau da. Hä? An der Häuserwand oder was? Ach da. Weißt du, ich stand weiter rechts. Ich konnte ihn nicht sehen. Ja, ich habe nochmal einen Kühler geholt. Kannst du das schießen? Oder siehst du nicht, ja. Critical Fuel Tank, nice. Das heißt, das sollte zum dritten Mal, glaube ich, brennen jetzt. Zünden wir ihn ein paar Mal an. Das wird ihm sicher Freude bereiten. Ach, Panzer 4. Hat er ihn? Nö. Jetzt hat er ihn. Nö, ist immer noch nicht tot. Hä? Critical! Er brennt nochmal. Nochmal kritisch. Ich bin nicht verliebt, der hat nur noch vorne was sitzt. Ja, ja, ja. Alter. Nochmal kritisch. Ja. Jetzt ist er tot. Läuft gut. Wenigstens hat das Ding eine gute Reload. Und ja, an alle Freunde des High-Tiers, es ist auch mal ein bisschen Abwechslung gefragt. Ich habe einige Nachrichten bekommen, dass wir viel zu viel High-Tier in letzter Zeit spielen und es ist schon wahr, ich spiele fast ausschließlich High-Tier in letzter Zeit. Okay, hast du die Challenger 2? Challenger 2, ja. Also noch pachten. Warum? Achso, nur so. Weil es gewünscht wurde. Ja. Also wurde sich einiges gewünscht. Ja. Kann ich immer alle Wünsche erfüllen? Steht doch noch was. Wo? Also hier wurde doch gerade geschossen. Anscheinend ist da was. Hinter uns quasi. Ah, schön. Wo wurde der Panzer 4 beschossen? Wo warst du? Wo bist du? Oh, ich sehe nichts. Du stehst mit dem scheiß Panzer hier. Hier komme ich nicht rüber. Ein Auto hält mich auf. Ja, sonderlich gut motorisiert und schwer ist dieses Ding nicht. Wurde beschossen? Von vorne. Die sind jetzt alle in dem Karree drin. Links. Oh, oh. T-34. Das ist schlecht. Hi. Ich stehe quasi im Vordergarten vom Haus. Ja, da habe ich nicht gepennt. Die Optik hat alles gefressen. Na super. Ich hasse. Die Fahrerlukenoptik bei T-34 ist so lächerlich. Die könnte mal ein bisschen. Aber ich hatte das auch schon mit Tigern und mit allem möglichen, das Optiken, obwohl du sie nicht mehr direkt triffst, dass der Splash komplett von der Optik aufgesaugt wird. Wie so ein Schwamm. Ja, genau. Ein schwarzes Loch für Schrapnelle. Bei T-34er merkt man sie irgendwie nochmal extremer. Ja, genau, T-34er sind da. Haben die eigentlich fatal. Hat sich 45 und sehr schräg? Ja, irgendwie so was, ne? Also nicht viel. Nö, die Schräge macht's halt. Die waren ja auch super billig zu produzieren und auch in Massen. Ja. Ja, V1 vor mir. Das ist schlecht, das ist eklig.
Ich habe ihn gegen die Kanone geschossen, ist nichts passiert. Aber er schießt einfach irgendwo anders in den Wallachrücken. Lass mich mitschießen. Abgeprallt. Wo steht der? Genau hier. Hat mich. Mist. Das ist schlecht. Ich hab zwei. Ist ein KV-1. Du kennst die Dinger halt nicht, ne? Ja, ich komme mit dem Panzer 4. Sollte ich mit können damit. Sehr schön. Der Panzer 4, KV-1E ist jetzt auch wieder im Sale, ne? Also kann man wieder kaufen. Ja, ja. Also, Fazit, ohne die APDS, die dieses Ding bekommt, gegen Abtiergegner eklig. Was haben wir überhaupt für das Abtier bekommen? Also der, KV-1E ist doch 4-3. Ne, das ist 4-0. Warum auch immer. Hä, warte mal, der Deutsche ist ja auch 4-0? Ja. Soweit ich weiß, ist der Deutsche 4-0. Ich weiß zwar irren, aber mit KV-1E bin ich mir sicher. Wir haben vorhin das gekauft. Okay, kann ich mal schießen, gut. Schade, schade. Ich hab der. Was ist das? Lolli lebt ja noch! Ich dachte, die ist tot. Wird von der Seite geschossen. Ja, genau, die Yeah hab ich mit der Hauptkanone getroffen. Von wo das wird beschossen? Von rechts quasi, das ist von B4, A4, sowas. Läuft super. Panzer 4. Ja. Ich farm auch gerade echt viele Assists, muss ich sagen. Besser als nix, ne? Besser als nix. Sag mal, hast du die neuen Battle Rating Changes schon angeguckt? Ja, habe ich gesehen. Und, was sagst du? Ich weiß es nicht. Der arme Pulitzer, sein 5-3er-Deck wird auseinandergenommen. Ja. Also ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich spiele relativ wenig, dass ich 5-3 und 5-7 Deutsche. Ich sehe ja überall vor unserem Score. KV-1Es sind so broken stark. Ja, aber der hat halt nur noch 2 Kühe. Ich hab ihn getrackt. Der belegt trotzdem alles. Ja, ich stehe überall vor unserem Spawn und fliege mit Flugzeugen rum. Mit der Flacke hier kann ich nicht gerade gut gegen. Obwohl, ne, meint es kein Flugzeug, sonst was. Wo steht denn der? Direkt vor mir. Da, ne? Also den meinst du. Oh, also die KV-1E meinst du. Den vor unserem Spawn, der gerade uns alle tötet. Ich glaub, oh, keine Kanone mehr. Okay. Zieh in die Kette. Lol, seine Kette ist halt einfach nur rot. Da keine Kette mehr. So, jetzt langt's aber mal. Oh, ich seh einen Medium. Wo ist der Medium, der da markiert ist? Na, direkt vor mir quasi nach Smoke, glaube ich. Benutzt du die APHE oder die AP mit der Anti? Nö, die mit dem Mehrpen. Okay, ich benutze also die mit dem Filler. Putz! Das ist. Wer war das? Was? Ich dachte, das wäre eine Leiche. Hä, ich hab ihn gerade getötet. Ja, ich dachte, das wäre eine Leiche, deswegen habe ich nicht drauf geschossen. Achso, ja. Ich mag den schwedischen Sherman irgendwie sehr gerne. Der spielt sich für mich angenehmer als alle anderen Shermans. Ich weiß nicht warum. Und der Herman-Sherman natürlich auch. Die hab ich beide tatsächlich nicht. Muss ich mir irgendwann mal beide holen. Die haben eh mega Decks mittlerweile, weißt du, hast Shermans, T34er, Panzer 4, du hast echt alle guten Mediums in einem Deck. Deswegen mag ich das Deck hier so gern. Ja, 5-7 ist ja genauso. Ja, außer bei Schweden 5-7. Ja, das meine ich auch, Schweden 5-7, du hast den Comet, du hast den T34-85, du hast den Stritzwagen 74, 7. Oder? Ja, 74, der hat eine APDS, die ganz gut ist. 170 mm Pen oder so, also. Das ist die APHE, glaube ich, sogar mit 170 Pen. Mit irgendwie 200 Gramm Sprengstoff oder so, was waren das? Oh lol! Da ist doch gerade einer reingefallen. Wow! Ich treffe mal was mit der Flagge. Kollege, das Spiel fand ich jetzt blöd. Och, mein O, ich bin tot. Ich bin ganz angetan davon, dass der hier ein Stabi hat. Ich werde es auch kein Cap mehr machen, das lohnt sich eh nicht. Ja, die Runde ist auch durch. Okay. Ja gut, die Teammates haben wir auch. Ja, genau! Wo bin ich denn nicht durchgekommen? Guck mal, wie viele Teammates Kills haben, tatsächlich. Hey. Ich war mir sehr sicher, dass ich den erwischt habe. Okay. Naja, sie sind schon wieder vor unser Spawn, super. So ist's halt.
Ja. Na, viele sind auch einfach. Wonderflieber, Gruppe der Flieber. Haben viele keine Kills gemacht. Also ich, gar keine. Hier drücken. Ja komm, bitte. Gar nicht böschen. Schade. Schade, ich wollte den Flieger abschießen. Bombe habe ich überlebt mal. Ausnahmsweise. Ich fahre auch einen T34, ne? Ja, du hast ja die Russen-Magic, hast ja, ne? Ja. So, wo mache ich denn jetzt weiter? Komm hier, ich muss halt echt mal zur APDS, ja, beim Piff-Kiff. Der hat Sperrfeuer. So, ready up. Bin ich nicht schon? Doch, ja. Jetzt. Eben war es noch nicht, als ich diesen Satz begonnen habe. Die Leute sind sich ja einig, wir haben eine gute Chemie. Ja. Na, wann ziehst du ein? Fragen. Nochmal so ein YouTube-Gamer-Haus wäre eigentlich mal ganz cool, sowas. Sowas gab es doch früher immer. Und dir. Bitte? Von Pulitzer, Jackwiss und dir. Oh Gott, oh Gott. Wo willst du hinfahren? A wieder, oder? Ich will auf der Map eigentlich nirgends hin, aber von der Seite ist A für mich das Beste. Ich fahr wieder mit dem. Ja, um den geht's ja auch. Das ist ja das Flaggschiff der Folge. Genau. ...105er Schirm ist von dem Team. Das heißt, wir sind 4-0 wieder. Oder wo ist der mittlerweile? Also bisher sehe ich, glaube ich, nur 4-0er KV-1S. Ist der 4-0er 4-3 KV-1S? Ich glaube 4-3. Der normale ist ja 4-0. Also der CIS. Oder war der 3? Ich blick bei den Russen eh nicht mehr durch, wo die ganzen KVs sitzen, muss ich ehrlich sagen. Ja, im nächsten Update, also im nächsten Battle Rating Update geht ja auch der KV 85 hoch. Echt? Ja, geht auf 5-0, wenn ich mich nicht täusche. Zerstört so ein bisschen das 4-7er Deck, schade. Ja. Weil ich fand ihn sowieso nie immer so überragend. Ich fand ihn also gut. Er ist schon gut, ups. Zu schießen. Ja, mir hat die Nase gejuckt und der Finger hat sich verkrümmt. Wie gut, dass es kein Friendly Fire gibt. Ja, gut, dass wir keinen Sinn fahren, ne? Panzerfahrer mit chronischen Niesattacken als Schütze. Ja, genau. Nee, aber auch der Porsche Tiger 2 geht ja auch auf 6-7 hoch. Der normale Tiger 1 gehen beide auf 6-0. Was das 5-7er Deck komplett kaputt macht. Die Panther auch. Deck. Oh, ich sehe da schon was. Wo ist hinten? Da hinten. Also da, quasi über C. Ich hab nicht die APDS, ich werde nicht snipen. Okay, ist tot. Jesus, tot. Bei den Puma. Ich finde bei den Dingen echt geil, dass man so 14 Grad gar nicht wollten hat. Ja, das ist bei den Schweden generell gut, nur ich muss ihn halt mal ausbauen. Ich mag ja zum Beispiel auch den 74er, den 5-7er sehr gerne. Gerade wegen der Gun Depression und der guten APDS. Ja, der hat ein relativ niedriges Profil tatsächlich sogar, dafür, dass er 14 Grad hat. Ich find's halt so geil, wie sie extra für die Kanone, für die Elevation hinten im Turm noch ein extra Ding angeschweißt haben. Ja. Das Ding, wo diese Manschette hinten dran ist, liebe Leute, das ist einfach dafür da, dass die Kanone weiter runter kann. Kann man das zeigen, wenn man einfach nur runter guckt und dann... Man sieht den langen Breacher leider nicht, also das wird ja nicht animiert, aber man kann sich's vorstellen, wenn man hier die Kanone sieht, ist eine Linie dann. Ja. Dass quasi der Breach nicht den Turmdeckel wegschraubt. Ah, das würde bestimmt... Ist das die Kommandantenluke? Luke da? Die ist ein bisschen doof platziert. Das rechts daneben? Ja. Würde ich mal davon ausgehen. Weil ich glaube, der hat den Kommandanten. Muss ja eigentlich der Ladeschütze theoretisch sein. Ja gut, das ist halt ein Multijob dann. Schütze und Kommandant oder... Ja, Ladeschütze und... Schütze. Ladeschütze und Kommandant macht, glaube ich, wenig Sinn. Oder? Ja. Oh Gott, da sind jetzt schon Flieger. Ja, ich habe es gerade gesehen. Ist denn das nicht die aus der letzten Runde? Die... Die Don't Like. Die Re 2001. War das nicht der aus der... Wer war's vor uns? Hier bei dem Stein. Na, ich höre was. Ich guck mal links. Ja, ich höre es links. Vorgucken. Glaube ich. Da sind mehrere.
Ich höre es vorgucken auf jeden Fall. Oh ja, ist direkt vor mir. Oh lol. Ist hier, kannst du den beschießen? Der dämpft mich nämlich ab. Ist irgendwas gezogen? Er kann nicht mehr schießen. Komm, schieß doch. Sehr schön. Aber dahinter kommt noch ein Panzer 4. Danke dir. Also hier hinter war eben ein Panzer 4. Ich glaube, der ist aber noch eins runtergefahren. Ich guck mal. YOLO. Ja. Wo? Will jemand den Vertrag kaufen? Ich höre ihn hier vorne. Also hier. Ja, ist ein Tiger. Nee, das ist kein Tiger. Tiger. Ich bin blind. Lol, beide abgeprallt. Nee, ich bin durchgekommen. Okay, ich kann gleich schießen. Lass mich. Ja, danke. Ich muss meinen ja noch ausbauen. Ja. Du hast einen Assist bekommen, hoffe ich. Ja, habe ich. Ich habe einen Rechtsschutz gezogen. Ah, okay, okay. Dann hätte ich mir sogar Zeit lassen können. Ich war ein bisschen panisch. Mit dem Ding stirbst du super schnell. Ja, du hast halt nur 3 Kuh, das ist halt. Ich höre noch irgendwas in die Richtung, aber ich weiß nicht, ob das. Oh, doch, ja. Welche Richtung? Ah, da. Wo denn? Oder? Nee, der markiert das noch weiter weg. Ja, der ist dahinter irgendwo. Da vorne sitzt irgendwas. Okay, hier stand auch noch. Hinter dem Wald. Ja, den meinte ich. Also, ich höre hier. Da hinten steht was? Da hinten steht die Flak. Ja, ich stelle mich. Wow! Ich werde von rechts beschossen, von da oben. Okay, ich bin bei der Flak nicht durchgekommen. Kannst du den beschießen, den ich markiert habe? Ich suche ihn mal erstmal. Ja, ich kann ihn beschießen, wenn mein okay, er ist abgeprallt. Okay. Machen. Also schießt er auf dich? Ja, ich wurde auch noch von hinten beschossen. Also das ist schlecht. Was heißt von hinten? Auf der Straße, wenn du hochfährst da. Ich könnte ihn aber wegnehmen. Ich habe eine B17 da. Auf dem, also, wow! Also, warte mal. Wurde es jetzt vom Spawn oder da, wo wir hergekommen sind? Beides. Auf der vom Spawn aus hat mich. Welche? Du sagst auf der Straße. Welche Straße meinst du? Von deren Spawn oder von A aus? Von deren Spawn. Okay, weil ich habe mich gerade zu A gedreht, weil du sagtest von hinten. Ja, der, da steht der, den du markierst. Kommunikation, mein Freund. Ja. Boots! Mann, das läuft gerade viel zu gut. Den M4 hast du tot. Lebt der Japaner jetzt hinter dir noch? Welcher Japaner? Der. Achso, ja, ja, den habe ich nicht mehr angegangen, nachdem mich der M4 so die ganze Zeit beschossen hat. Okay. Der stand ein bisschen komisch. Der stand irgendwo hier. Ja, ich habe ihn den Motor gezogen gehabt. Das war mir ein bisschen suspekt. Hi. Soll ich dir helfen oder? Ja, ich helfe dir mal. Was? Ja, ich nehme den Japaner raus. Ja, mach das. Revenge Bomb. Kollege. Der fährt jetzt auf die Brücke. Der kann dich gleich beschießen, Achtung. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Panzer 4, lass mich leben, lass mich leben. Ich habe ihn nur gehittet. Super. Aber er kann wieder nicht fahren. Wo ist der? Ah, da, ich sehe ihn. Direkt in der Unterführung. Ja, ich sehe ihn, ich sehe ihn. Ich bin beschlossen. Hab ihn. Ach, das war so ein kleiner! Okay, Entschuldigung, dass ich lebe. Heil, jetzt snipe mich mit dem ersten Schuss. Ich komme mal mit was Schönes. Das ist schlecht. Wieso ist es schlecht, wenn wir hören? Nein, nein, die Gegner haben mich getrackt und das ist ziemlich offen leider. Ja, das lol, ist okay. Das ist der erste taktische Einsatz von Smoke, den der Gegner wirklich richtig macht. Der Gegner hat mir gerade eine Smoke-Schelle in die Fresse geschossen, damit ich nicht mehr sehen kann. Das habe ich auch schon mal gemacht. Das ist ganz lustig. Bye! Das hast dir doch selbst Schaden gemacht, oder? Also die Lead nicht beschädigt. Mustafa. Mustafa in der U hat mich gekillt. Das ist jetzt nicht unbedingt der Pilotenname, den ich erwarten würde bei einer U, aber ist okay. Oh. Kennst du den Clip von wegen Herr Müller hätte ich nicht gedacht? Nee. Oh, den muss ich dir mal schicken. Ist ganz lustig. So. Nach der Folgerunde müssen wir uns aber auch schon direkt verabschieden, liebe Leute. Es tut mir leid, wenn das heute ein bisschen gehetzt ist, aber in 6 Minuten geht Pulitzer Stream los und ich will ihn gut nicht hängen lassen. Und ich glaube, du willst auch zugucken, oder? Natürlich. Willst du mal mitmachen? Auch willst du mal mitmachen, ha? Bin ich ja mittlerweile auch ein Mod. Ja, stimmt. Sag danke. Danke sehr. Ein Geben und ein Nehmen, ne? Ja. Ich habe ihn ja ein Emoji fertig gemacht auf den Server. Also, beziehungsweise du, aber. Ja, passt schon.
Ich bin einfach reingefahren und umgestorben. Bist du wieder in der Anti, super. Ich hab eine Abneigung gegen Flux, hab ich das schon mal gesagt? Einmal? Zweimal. Weiß ich nicht, wie kommst du darauf? Ach, ich weiß auch nicht. 1000 Kilo. Selbst ein 500er für so eine kleine Flak ist eigentlich völliger Overkill. Ach was? Das muss schon. das muss so. Ah, wieder genommen, was ist denn da? Leid. Du hast keine Frontbewaffnung, oder? Da habe ich Frontbewaffnung. Aber ich bin halt relativ groß, ne? Ja. Aber ah, lasst mich leben. Ich habe nur einen 792er nach vorne, ne? Ach so. Servus. Hallo. Ich mag die U88 furchtbar gerne. Und die 188 auch. Ja, sind auch schön, ne? Ich finde die optisch sehr ansprechend und vor allen Dingen haben die gute Zuladung. Ja. Also schon mal 2 Pluspunkte von 3. Ja, B wird jetzt auch eingenommen, das ist ein bisschen doof. Ach, die, das ist, die das U lebt übrigens immer noch. Das ist schon Puma! Nein, das überleben wir. Nein. Liebe Leute, das überleben. Okay, das tun wir nicht überleben. Ne, das ist eine andere U. Das Auto. Das ist schon andere U. Ja, hab ich auch gesehen, wo der den Kill gemacht hat. Ich dachte, das wäre die gleiche. Das sah zumindest gleich aus. Was ist denn auf B? So, dann saffen wir nochmal. Hab ich gerade versucht, wurde ich von Fragment gekillt. Wo ist der? Weiß ich nicht mehr, der war im Spawn von denen. Ich bin einfach reingefahren und okay. Gestorben. Weil er drei Caps hat. Ich hab vor kurzem das Ding mal Only HE gespielt. Das macht teilweise richtig Spaß, aber du musst Glück haben, dass du nicht auf dem KV oder sowas triffst. Ja, trifft man ja als Schweden relativ voll. Ich wurde beschossen und hab's überlebt, okay. Heavy Metal Hero. Lieber Gott, ey. Hey, das war eine gute Runde. Und ich bin mit 7 Kills nur Dritter. Unfassbar. Wie das denn? Was haben denn die Ersten? Ich meine, zu viele Kills. Aber da sehen wir wieder, dass Kills nichts wert sind. Es ist auch nicht viel. Reine Kills sind... Oh, ich hab... Jetzt habe ich die APDS. Jetzt könnte ich zeigen, was die APDS kann. So, ihr Lieben. Aber das soll's für heute gewesen sein. Danke dem guten Wrammler wieder fürs Mitleiden. Immer wieder gern. Und ja, Wünsche, Anregungen, wie immer in die Kommentare. Wir hoffen, ihr hattet Spaß. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.